So, endlich mal wieder ein Racebrett im Test. Das aufblasbare Red Pedal Elite, 14 Fuß, 27 breit. Ich bin 75 Kilo, habe das Brett jetzt eine Stunde gepaddelt. Erstmals die Geschwindigkeit. Im Durchschnitt kann ich etwa 8,3 km/h halten über längere Strecke, mehrere Kilometer. Und in der Sprint packe ich etwa 10,2. Ich bin sicher, dass es bessere Paddler gibt, die noch etwas mehr rausholen. Im Vergleich zu anderen aufblasbaren Raceboards, zum Beispiel das Starboard Airline, das National Eco, das Mistral Vortex, das Fit Ocean Ultra und das STX Race, ist das Red, würde ich sagen, in der Top 3. Ich kann die Geschwindigkeit gut halten mit mittlerer Kraftaufwand und es spritzt vorne am Bug nicht so viel. Plus vom Red ist natürlich die super hochwertige Finish. Also alles ist sehr sauber verklebt. Das Double Layer Light Fusion Technology, das MSL Material macht das Brett sehr steif. Und Red kommt mit Rucksack mit Rolle, das Titan Doppelzylinderpumpe und so fort und so weiter. Auch in den Details sieht man, dass das Finish sehr schön ist. Zum Beispiel das Deckpad ist ein Diamond Groove Deckpad mit ganz edel das Red Pedal Logo als Grip. Dann Unterseite vom Brett. Die Finnekaste ist nicht Standard Finnekaste, ist eine sehr schnelle Finnekaste mit Kompositfinne. Und vorne hat es den Nose Runner, damit du super gut geradeaus laufst. Und wenn du einen Pivot Turn machen möchtest, einfach einen Schritt nach hinten und das Ding dreht super schnell. Ja, dann vielleicht auch ehrlich zwei Dinge, die mich weniger beeindruckt haben. Das war erstens diese Betten hier vorne. Ich habe das mit null Spannung gepaddelt und voll auf Spannung. Und da habe ich ein bisschen gekämpft mit dem System. Ich habe keinen Unterschied gespürt. Ich finde es super cool von Red Pedal, dass sie innovieren und weiterdenken als der Standard. Aber in diesem Fall, ja, ich spüre den Unterschied nicht. Vielleicht das schwerere Paddel das Unterschied spüre. Dann das zweite war kein Gepäcknetz. Muss ich ehrlich sein, es ist natürlich ein Racebrett, aber schlussendlich verwenden wir das so ein Brett immer auch als Touringbrett, weil es ja einfach sehr fein paddelt. Das heißt, wenn du kein Rennen hast, dann gehst du mit das gleiche Brett touren. Dann wäre ein kleines Gepäcknetz wäre da noch schön. Was wieder gut war, waren eigentlich, also weil das Spannlock hier ist, kann man da keinen Griff machen in der Mitte. Und wie tragt man das dann an der Seite? Und wenn man die Griffe hier an der Seite macht, ist die Standfläche in der Mitte hier weniger breit. Aber das ist eigentlich gut. Das zwingt man, um die Füße näher aneinander zu haben. Und das bringt auch wieder etwas. Das gibt einen viel besseren Geradeauslauf und eigentlich auch ein bisschen mehr Schnelligkeit. Man steht einfach kompakter und es zwingt eine bessere Paddeltechnik. Ja, dann immer, für wem empfehle ich das Brett? Ich würde sagen, klar, der fortgeschrittene Paddler bis maximal 100 Kilo, der sich ein sehr hochwertiges Produkt sucht, was ihm die nächsten 5 Jahre herausfordert und ja, eigentlich sehr lange Lebensdauer, eine sehr gute Trainingsmaschine und ab und zu mal zum Spaß ein Rennen mitzumachen. Genau das ist das Brett und kann ich wärmstens empfehlen. Vielleicht noch ein Ding, ich fand es auch sehr, sehr kippstabil. Gut, ich bin nur 75 Kilo, aber wir hatten richtig Welle von einem Schiff, was vorbeikam. Die Welle kam von der Seite und das macht dann die schwierigste Position und trotzdem war es sehr kippstabil. Danke fürs Zuschauen.